Warte. Guten Tag. Was kann ich euch Gutes anbieten? Die Wahrheit. Dürfte ich euch etwas über den Diebstahl des Chronographen eures Vaters fragen? Oh ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Vater machte einen großen Krach um seinen vermissten Chronographen. Euer Vater erwähnte, dass der Dieb vorher in ein Gespräch mit euch verwickelt war. Oh ja, er war ganz reizend. Ein süßer Bursche mit einer schönen, weichen Stimme. Es lag Poesie in seinen Worten. Ja, war nicht dran, alles gut. Ich hätte da noch einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Sicher doch, fragt. Könnt ihr mir den Hergang des Diebstahls erzählen? Nun ja, wirklich gesehen habe ich ja nichts, nur wie sich mein Vater über den gestohlenen Chronographen aufgeregt hat. Euer Vater erzählte mir, ihr seid eine Zeugin des Raubs gewesen? Nun ja, nicht wirklich. Den Diebstahl selbst habe ich ja nicht gesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls gab es keine weiteren Leute hier am Stand, sagte euer Vater. Stimmt das? Also, meine Erinnerung an diesen Tag ist etwas anders. Es war doch ein sehr geschäftiger Tag mit vielen Kunden. Wir hatten alle Hände voll zu tun. Der Verbleib des gestohlenen Chronographen wurde nie geklärt. Ist dem so? Ungeklärt? Wie? Das verstehe ich nicht. Einige Wochen später hatte er doch besagten Chronographen einem Verwandten zum Geschenk gemacht. Demnach muss er wohl beim Dieb gefunden worden sein. Also, ich bin etwas verwirrt. Die Aussagen von euch und eurem Vater könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie kann das sein? Vater, was hast du wieder erzählt? Was? Wie? Wer seid ihr und... Nee. Was meinst du damit, Viola? Was habe ich wieder erzählt? Über den Diebstahl deines Chronographen? Ach so, ja, naja, nur das, was passiert ist. Dieser... Dranor. Ja, genau, Dranor hatte mit dir geflirtet, um mich abzulenken und mir dann meinen Chronographen zu stehlen. Das habe ich dann erst einige Minuten später bemerkt. Getürmt ist er mit meinem goldenen Schmuckstück, jawohl. Nun ist er anscheinend hinter Gittern. Nur mein Chronograph fehlt leider immer noch. Was erzählst du da eigentlich? Er hieß doch gar nicht Dranor, er hieß Randor. Und den Chronographen hattest du doch einige Wochen später wieder zurückbekommen. Er war doch das Geschenk an Onkel Roland. Selbstverständlich. Ich habe ihn später meinem Bruder Roland geschenkt. Aber er hieß nicht Dranor? Lass mich überlegen. Vater, sagt, kann es nicht vielleicht sein, dass du den Chronographen an diesem Tag zu Hause vergessen hattest und ihn gar nicht bei dir trugst? Warum irrt sie denn auf einmal? Warum sagt sie ihr zu ihrem Vater auf einmal? Nun, Schatz, wenn du es so ansprichst, ja, ich glaube, dem war so. Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Die Anzeige gegen Dranor bei der Stadtgarde habt ihr aber nicht fallen lassen, nachdem ihr euren Chronographen gefunden hattet? Das muss ich, obwohl in der ganzen Hektik einfach vergessen haben. Vater, wegen dir sitzt nun ein unschuldiger Mann hinter Gittern. Ja, nein, wartet. Ich schreibe euch schnell einen Brief, der die Sachlage klärt. So, fertig. Nochmal Siegel drauf. Bitte gebt dies bei der Stadtgarde ab. Es sollte eurem Freund die Freiheit schenken, eurem... Unfassbar, was ich hier hören muss. Gebt ihn her, euren Brief. Nächstes Mal solltet ihr besser Acht geben, wen ihr weswegen zur Anzeige bringt. Sonst komme ich denn daher, mach ich da... Ja, Verpeiler sind geiler, haben wir immer gesagt. Aber auch nicht immer. Das tröstet mich immer so ein bisschen. Ich bin ja super mega verpeilt. Aber so schlimm verpeilt war ich noch nie. Boah. Kleiner Trost. Ist noch niemand wegen mir unschuldig hinter Gittern gelandet. Kann nicht jeder von sich sagen. Ne? Ich schau mal, ob ich diesen Brief in den... Habe ich den in den Questgegenstand? Ja. Mal gucken, ob man den lesen kann. Tatsächlich. Wer hat den Wachtopf? Ich glaube zwar nicht, sie mit dieser albernen Sache belästigen zu müssen, aber es gibt doch Leute, die einen immer wieder zu solchem Unfug drängen. ja, noch ganz kleine Spitze gegen mich, ne? Jedenfalls fühle ich mich gezwungen, meine Aussage gegen diesen inhaftierten Langfinger Dranor zu korrigieren. Mein Zeitmesser ist dann doch tatsächlich wieder auf meinem Nachttischchen aufgetaucht, sodass nicht davon auszugehen ist, dass er von irgendjemandem gestohlen wurde. Naja, Sie wissen ja, das Gedächtnis im Alter. Aber ob der Dieb nun deswegen in Gewahrsam ist, spielt doch nun wirklich keine Rolle. Hauptsache, dieses Gesindel ist von der Straße ergebenst, Händler Habel.
Ja, sauber. Das ist aber ein sympathischer Kerl. Wir hatten übrigens nicht angeguckt, was er verkauft, aber es ist nix. Es ist wirklich, man braucht's nicht. Es ist ein bisschen blöd. Hallo. Hi, Paula. Wer von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht? Womit kann ich euch behilflich sein? Ich komme wegen Dranor. Er ist unschuldig verhaftet worden. Ich habe hier einen Brief mit Siegel des Händlers Wulfgar Harpel, der dieses Missverständnis erklärt. Dranor unschuldig? Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Zeigt mal her. Aha. Gut. Verstehe. Wie bitte? Was? Wie kann sich dieser aufgeblasene Fatzke von einem Händler so etwas anmaßen? Einfach nicht zu glauben. Jemanden anzuschwärzen, weil er einen ähnlich klingenden Namen hat? Weil der feine Herr seine Zeitmesser verlegt hat? Dabei erinnere ich mich noch allzu gut, wie er aufgeregt zu mir kam und mir etwas von seinem seltenen zwergischen Zeitmesser vorheulte. Er hat mir sogar mit seiner Bekanntschaft zu Graf Grovin gedroht, wenn ich nichts unternähme. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser aufgeblasene Niederling? Wenn er es noch einmal wagen sollte, mir solche Märchen aufzutischen, dann wird er mich kennenlernen. Ich... Entschuldigt die Unterbrechung, aber was ist denn nun mit Dranor? Kommt er jetzt wieder frei? Wie? Ach, entschuldigt. Ich... Bei sowas sehe ich einfach rot. Aufgrund eigener Dummheit andere in den Kerker werfen lassen. Unfassbar! Rüdiger! Lasst sofort den zu Unrecht eingekerkerten Dranor frei und bringt ihn hierher. Jawohl, Frau Wachhauptfrau. Es tut mir wirklich leid für Dranor. Das alles ist mir sehr unangenehm. Rübinger wird sicher gleich mit ihm zurückkommen. Frau Wachhauptfrau, der gefangene Dranor, wie ihr befohlen habt. Der war ja schnell. Ah, oh, endlich wieder frische Luft. Dranor, dank Semoram seid ihr wieder ein freier Mann. Eure Unschuld in dem Diebstahl wurde bewiesen. Ihr seid frei zu gehen. Bitte verzeiht diesen Irrtum, so etwas wird nicht mehr vorkommen. Nun ja, ganz allein mein Verdienst ist es nicht. Wenn Salina nicht gewesen wäre, hätte sich das Ganze womöglich nie aufgeklärt. Salina? Sie ist in Ferdok? Und sie hat sich um meine Freiheit bemüht? Das ist ja wundervoll. Ja, dann gebührt natürlich auch ihr Dank. Auch ihr... Hä? Ah, muss es klein schreiben. Auch ihr Dank an der Klärung des Vorgefallenen. Entschuldigt nochmals dieses Missverständnis und bitte versucht nicht wieder über die Stadtmauer zu klettern. Schon gut, euch habe ich zu keiner Zeit etwas vorgeworfen. Dieser Händler ist derjenige, dem ich das anlasste. Was das Klettern über Stadtmauern angeht, so gelobe ich natürlich Besserung. Aber entschuldigt mich, Semoram, wir sollten gehen. Gut, dann wartet in meinem Ferdocker Anwesen auf mich. Es ist direkt am Preisplatz gegenüber des Tempels. Ein Anwesen? Bei Fex, ihr seid in so kurzer Zeit an ein Haus am Preisplatz gekommen? Unglaublich. Naja, die Umstände, unter denen ich das Haus übereignet bekommen habe, sind nicht nur erfreulich. Graf Grovin hat es mir für meine Hilfe bei der Aufklärung der Morde überlassen. Es gehörte meinem Freund und Mentor, Ardo vom Eberstamm. Er war ebenfalls Opfer der Morde. Oh, ich trete auch in jedes Fettnäpfchen. Fex, vergib mir. Nun ja, dann findet ihr mich dort. Nochmals Dank für eure Hilfe. Das werde ich euch so schnell nicht vergessen. Kiduk. Damit hätten wir Dranor eingesammelt und er wartet jetzt in unserem Haus auf uns. Ziemlich cool. Ups. Brief. Ah, Salina, sagen wir noch Bescheid. Okay, ich wollte schon Schluss machen, aber dann geben wir es an Salina Bescheid. Und dann mache ich auch mal Schluss. Es ist nämlich schon spät. Und ich habe das jetzt nur noch mal angefangen, weil ich richtig Bock drauf hatte. Und weil ich morgen nicht so früh raus muss. Da kann man die auch mal von vorne sehen. Ich weiß nicht, also man kann sagen, was man will, aber meiner sieht immer noch cool aus mit diesem Hut. Tja, jetzt wartet Rane da auf uns und das heißt, wir haben quasi den zweiten Ganoven, sage ich mal. Den ich aber wahrscheinlich nie mitnehmen werde, weil ja, also Gladys kann eigentlich auch alles. Er ist ein bisschen besser als Gladys, muss ich sagen. Aber wenn man Gladys eine Weile mitnimmt, ist sie nachher genauso gut. Erstens, man muss ja nur die Abenteuerpunkte verteilen, was ich übrigens wahrscheinlich auch mal wieder machen muss. Wann habe ich das letzte Mal gemacht eigentlich? Oh, geht noch. 200, 400, 600. Holla! Ja, okay, kann ich vielleicht bald nochmal machen. Ja, sie ist dann eigentlich fast genauso gut, erstens. Und zweitens kann sie halt zaubern. Und das ist schon ein Riesenvorteil, wenn es auch nur der Heilzauber ist oder einmal so ein Kampfzauber oder so. Es hat schon echt viele Vorteile. Oh,
Heimlock hat Salina gefressen. Ich wusste, dass es irgendwann so weit kommen würde. Schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich hoffe, dieser nichtsnutzige Dranor schmort noch schön lange im Verlies der Stadtwache. Wenn ihr euch da mal nicht zu früh freut. Aber mal was anderes. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo Salina ist? Sie ist unterwegs und muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Sie ist auf dem Klo. Ah. Und noch was. Bitte richtet Salina aus, dass Dranor wieder ein freier Mann ist. Was? Bei allen tausend? Aber sicher doch. Mal gucken, ob er es wirklich macht. Ja. Dann hätten wir das auch erledigt. Schön. Oh, das entblunkere ich auch schnell. Haben wir auch gemacht. Ja. Misslungen? Nein. Gut. Dann belasse ich es erstmal hierbei. Ist ein bisschen kürzer, aber merkt ihr ja eh nicht. Ich schneide die Folgen immer gleich lang. haben wir das? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das ist eigentlich, ja, das habe ich eigentlich soweit. Das heißt, ich werde nochmal nächste Folge oder nächste Aufnahme, werde ich nochmal schnell checken, ob ich irgendwie noch was lernen kann, noch was. Also ich werde nochmal Sachen verkloppen, weil unser Inventar ziemlich voll ist und so. Vielleicht was einkaufen, wenn wir nochmal brauchen. Ich glaube es aber im Moment nicht. Und dann werden wir nächstes Mal auf unsere erste Drachenqueste nach Moorbrück reisen. What? Bin schon sehr gespannt drauf, beziehungsweise ich grause mich, weil ich weiß, was mich erwartet. Aber ihr ja noch nicht. Und das macht mir ein bisschen gute Laune. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.